Hallo, ihr Lieben. Ich war mal wieder online shoppen. Offline geht ja leider auch noch nicht und mir sind auch die Standardsachen leider langsam knapp geworden, die ich zum Beispiel oft auch beim Action kaufe, wie doppelseitiges Klebeband zum Beispiel oder Foamtape. Ich habe beim Kreativbund das erste Mal geshoppt und ich war bei einem Laden online shoppen, der mir sehr am Herzen liegt, weil er quasi hier um die Ecke auch ein super süßes, super tolles Ladengeschäft hat in Heiden. Das ist Scrapple Billy. Und ja, normalerweise bin ich dort ein bis zweimal im Jahr auch, um an einem Workshop teilzunehmen. Die liebe Silvia, die Chefin dort, hat mich auch irgendwie mit dem Bastelfieber so ein bisschen infiziert, muss ich zugeben. Und deswegen liegt es mir besonders am Herzen, dass ich euch auch bei diesem kleinen Laden mal einmal zeige, was ich mir Schönes bestellt habe. Denn die haben auch einen Online-Shop und sind auch auf Instagram zu finden. Also da gerne auch mal reinschauen. Starten wir mit den Standardsachen vom Kreativbund. Ich habe mir einmal bzw. dreimal Foamtape bestellt. Auch ein bisschen schmaleres, das hat jetzt 5 mm. Ach nee, das ist das schmale doppelseitige Klebeband mit 5 mm, 2 Meter lang. Ne, ist doch Foamtape. Das ist alles Foamtape. Steht auch dran, ne? Wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Und zwar brauche ich da relativ viel von und ich habe jetzt nur so ein breites, das vom Action eben. Und wenn man so Shaker-Karten macht oder solche Sachen, dann ist das oft zu breit. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal das von Joycrafts mitbestellt. Dann habe ich mir bestellt ganz schmales Tacky-Tape für Boxen und solche Geschichten. Das ist 3 mm breit. Und ja, ganz normales doppelseitiges Klebeband von Kreativbund selber mit 6 mm Breite und 50 Meter. Also da kommt man erstmal eine Zeit lang mit aus, würde ich sagen. Dann durften auch noch ein paar Stanzen mit, und zwar eher Thema Frühling, Ostern. Eine Babystanze durfte auch noch mit. Aber da haben wir zum einen Thimmels von Sizzix. Da kann man so einen schönen Blumenkranz mitmachen. Und da sind echt viele, viele Teile mit dabei. Das packen wir mal einmal aus. Da sind halt hier diese Zweige mit dabei, aber dann auch ganz viele verschiedene Blümchen in verschiedenen Größen, dass man die schön übereinander kleben kann. Diese Blümchen noch und auch so kleine Punkte für die Mitten der Blümchen. Also sehr vielseitig, da freue ich mich schon drauf, da mal eine Karte mit zu werkeln. Dann durfte mit einmal, weil ich ja wirklich kaum Ostersachen habe. Eine Wortstanze von Krealis, Frohe Ostern mit Schatten dabei und eine hübsche Osterbordüre von Marianne Design. Da sind so Häschen mit dabei und Ostereier und Blümchen. Entweder ist sie, glaube ich, ganz schön, wenn man sie einfarbig ausstanzt oder aber auch, wenn man sie irgendwie noch ein bisschen koloriert. Da werde ich mal mit spielen und werde euch das mal zeigen, was mir dazu alles eingefallen ist. Und ja. Genau. Dann durfte noch ein Stanzenset von Marianne Design mit, und zwar dieses Babyset, wo man eben zum einen ja den Babykopf hat und dann den Körper und die Beine und die Füße in ganz vielen verschiedenen Varianten dann auch hat, sodass man halt echt ja nackte Füße machen kann. Füße mit Socken, ein Lätzchen ist mit dabei, so ein Teddy ist mit dabei. Dann so kleine Sachen wie ja, diese Sicherheitsnadeln und für einen Schnulli was. Und also richtig, richtig vielseitig. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Stanzenzusammensetzen, aber ich wollte halt mal so wirklich was Babymäßiges haben und bin echt mal gespannt, was daraus so wird. Und da gibt es ja verschiedene von Marianne Design auch. Genau. Und ein Stempelset durfte mit. Das habt ihr schon im letzten Video gesehen mit der Zauberkarte. Da habe ich nämlich dieses süße Häschen verwendet. Von Gerda Steiner Designs. Peking Easter Friends heißt es. Das fand ich halt richtig, richtig süß. Auch halt außerhalb von Osterkarten. Auch vielleicht für Babykarten mit dem Schaf oder dem Küken. Ja.
Und das durfte auch mit. Das war jetzt meine Bestellung bei Kreativbunt. Kommen wir zur Bestellung bei Scrapple Billy. Und zwar habe ich dort bestellt, weil die liebe Silvia auf Instagram das tolle Papier von Echopark gezeigt hat. Und ich nehme mir ja schon seit Ewigkeiten vor, endlich das Babyalbum von unserem Sohn mal fertig zu machen. Der hat zwar so ein ja, fertiges Buch, sage ich jetzt mal, wo man nur was eintragen muss, aber eben noch nicht selbst gescraptes. Und ich wollte mich ja dieses Jahr mal an was gescraptes trauen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Das ist so das erste große Scrapbook, was ich mache. Und da habe ich mir eben als Grundlage so ein Album von EFKO mitbestellt. Das ist halt eingebunden, das ist auch richtig schön dick hier an den Seiten, richtig schön dick eingebunden und auch so wattiert, also gibt ein bisschen nach, mit Kraftpapier eingebunden. Und dann sind hier eben, ich glaube, es sind 25 Seiten in 160er Grammatur drin, also die sind auch schön stabil. Und man hat hier eben Buchschrauben mit drin. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, dieses Album auch noch erweitern. Kann die eben rausschrauben und weitere Blätter einführen. Das fand ich ganz cool. Und deswegen durfte das als Grundstock mit, weil ich eben ja noch keinerlei Erfahrung habe mit Albenbinden oder großen Albenbinden. So ein Mini-Album kriege ich hin. Aber ja, ich wollte halt was Schönes auch machen, was man halt sich auch ewig lange anguckt. Deswegen durfte so ein Fertigalbum einmal mit. Dann durfte von dem Welcome Baby Boy so einiges mit. Das ist jetzt ein neues Designpapier von Echopark. Ja, das Washi-Tape habe ich mir einmal extra bestellt, weil das hat so süße kleine Sternchen auf dunkelblau. Und ich finde bei so Fotoalben Washi-Tape immer ganz cool, auch um die Fotos zum Beispiel einzukleben oder so kleine Akzente zu setzen. Deswegen durfte das mit. Und dann habe ich mir zusätzlich zu dem Megapack auch noch einmal die Solid Paper Packs bestellt mit den schönen Farben. Weil ich einfach dachte, vielleicht braucht man doch mehr. Und auch wenn es nicht im Album verbastelt wird, die Farben finde ich toll und kann mir vorstellen, damit auch andere Sachen zu machen. Das ist wie immer bei Echopark doppelseitig bedruckt. Also auf der einen Seite ist diese Farbe, auf der anderen Orange. Ich kann das ja auch mal auspacken, damit ihr die Farben mal in voller Wirkung seht und nicht nur durch das Plastik. So, da haben wir einmal so ein schönes Babyblau und auf der Rückseite ist so ein ja, Pastellgelb. Da sind jeweils zwei Blätter auch von drin. Dann haben wir noch ein etwas helleres Blau und auf der Rückseite ein Dunkelblau. Dann haben wir so ein echt knalliges Orange und auf der Rückseite einen Minzfarbton, den finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, das waren schon die unifarbenen Papiere. Und jetzt hier mein Schätzchen, ich habe mir ja mal was gegönnt, ne? Das Megapack. Kit contains 12, 12x12 Double-Sided Papers. Das sind hier diese Designpapiere. 12x12 Element-Sticker. Da ist ein so ein Bogen mit Stickern. Echopark. Ja, genau. Und dann noch ganz viel so, ja, Kleinigkeiten, die man so für so ein Album ganz gut verbasteln kann immer. Und ich fand halt dieses Papier echt super schön. Deswegen durfte das alles einmal einziehen. Und wie gesagt, da soll ein großes Babyalbum von meinem Sohn entstehen. Quasi mein erstes Jahr. Und ich würde sagen, diese Papiere, die einfarbigen, hatten wir schon. Wir starten mit den Designpapieren. So. Und zwar, oh, das finde ich so süß. Einmal ziemlich bunt mit verschiedensten Motiven, vielleicht auch zum Ausschneiden, je nachdem, wie man es verwenden möchte. Der Rückseite so hellblau kariert, finde ich auch sehr schön für Babyalben. Oh, dann haben wir hier so tolle Kärtchen.
Twinkle, Twinkle, Little Star finde ich super süß. I love you to the moon and back. Seht ihr das überhaupt alles? Ja, hier noch einmal die obere Reihe. Dream Big Little One. Und dann hier auch so eine Karte, wo man eben Größe, Gewicht und Datum eintragen kann. Und hier noch so ein paar kleinere Abschnitte, die man sich auch ausschneiden kann. Auf der Rückseite dann in diesem Blau und Senfgelb kariert. Hier noch einmal etwas bunter kariert. Und auf der Rückseite Schiffchen und Wale. Das passt ganz gut, weil mein Sohn heißt Jona. Und wer die Geschichte aus der Bibel kennt, da kommt ein Wal drin vor. Ne? Deswegen finde ich das ganz schön. Hier noch einmal so Kärtchen mit den Monaten. Bis zu 12 Monaten. Und hier, it's a boy, 1 week old, you and me, 1 year old. Genau. Auf der Rückseite so auch Schiffe, Wolken, Sonne, Fische und auch der Wal wieder mit dabei. Dann haben wir hier Babystrampler, beziehungsweise Bodies. Und das finde ich auch sehr schön. Das kann man auch außerhalb von einem Babyalbum mal verwenden. Das ist einfach dieses Mintgrün mit Kreuzchen drauf. Auch hier wieder schöne Karten, etwas größer diesmal. Einmal diese 6. Oh, das ist auch süß. Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Und einmal hier unten noch. Oh, hier ist nochmal der Storch, der ein Baby bringt. Dann haben wir hier noch Planeten. Und Sterne, finde ich auch sehr süß. Auf der Rückseite auch solche Sterne. Hier sind nochmal, hier ist nochmal ein Tag-Bogen, auch mit den einzelnen Monaten, aber auch mit anderen schönen Sachen. Oh, das finde ich auch sehr schön. So bunte Punkte, die sich so ein bisschen überlagern, so ein bisschen Watercolor-mäßig. Hier nochmal ein bisschen floraler, auch wieder mit den kleinen süßen Schnecken. Hier auch einmal so ein Watercolor-Hintergrund. Finde ich auch sehr schön als Hintergrund. Dann hier die Sicherheitsklammern in bunt. Nochmal dunkelblau kariert. Nochmal verschiedene Tags und ja, so Meilensteinkarten. Finde ich auch sehr schön. Das könnte ich mir auch super für eine Schulstartkarte vorstellen. Dann einmal hinten drauf dieses hellblau gepunktet in weiß. Dann einmal der Mond und die Sterne. Einmal gestreift, relativ bunt. Und dann ist da noch der Stickerbogen mit drin. Auch hier gehen wir mal einmal von oben nach unten. Ich finde, so Sticker kann man in Alben immer mal ganz gut dazwischen kleben oder auch aufkleben und ein bisschen hervorheben. Da sind halt ja sowohl Sprüche mit dabei, wie auch nochmal so einzelne Motive, wie hier der süße Tiger und die Sonne und auch der Storch. Hier unten ist halt, sind auch nochmal kleine Sprüche und auch nochmal eine Bordüre. Finde ich auch ganz schön als Ergänzung. Ja, und dann kommen wir zu dem ganzen Dekokram. Da gibt es einmal die Enamel Dots. Die finde ich ganz süß, auch ja, für andere Geschichten, nicht nur für das Album. Dann gibt es Puffy Sticker. Auch die finde ich ganz süß. Dann gibt es Frames und Tags. Stück sind da drin. Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal für das Album und für Babykarten ein bisschen ziemlich viel genug Material haben. Ne? Sweet Bundle of Joy, Cute is the Bottom. Auch da kann man teilweise die Sachen nochmal rauslösen, wenn man zum Beispiel den Rahmen nicht mag. Ich gehe da jetzt mal einfach relativ schnell durch, dass ihr das mal einmal gesehen habt, was da drin ist.
so ganz, also von groß bis ganz klein. Ist alles mit dabei. Und da freue ich mich halt echt schon drauf, das zu verbasteln und dann ein schönes Album für meinen Sohn zu machen. So, dann gibt es noch Ephemera dazu. Auch 33 Die Cuts. Ich weiß immer nicht so ganz genau, wo der Unterschied zwischen diesen Frames und Tags und Ephemera ist. Muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, ich bin auch eigentlich kein Scrapbooker, sondern eher Kartenbastler. Von daher, ja, da sind dann so kleine dabei, aber auch etwas größere Tags. Und Sprüche. Auch so süße Wimpelchen. Kann man bestimmt auch schön mit dekorieren, so eine Seite. Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Ach, super. So, das waren jetzt die Ephemera. Und dann gibt es noch Shipboard Phrases, also wirklich Sprüche, die ein bisschen hochgesetzt sind. Und Shipboard Accents. Da hat man auch noch mal so eine Wimpelkette und ein paar Motive, die sich immer mal wiederfinden. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Bundle, denn ich habe lange gesucht nach einem passenden Babypapier, was mir richtig, richtig gut gefällt. Und das ist jetzt so eins. Und ich freue mich, das zu verbasteln. Es durften noch ein paar mehr Sachen mit bei Scrapability. Einmal habe ich beim Sale quasi diese Holzteilchen gefunden. Da sind kleine Elefanten drin in verschiedenen Größen, Bodies in verschiedenen Größen und Herzchen. Ja, ne, wenn man schon mal im Bereich Baby ist. Dann wollte ich mal das schwarze Watercolor Paper von Florence austesten. Das ist jetzt das Smooth Black in 300 Gramm. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja noch vom Action diese Metallic Watercolors, die will ich da mal drauf ausprobieren. Und dann durfte noch mit auch was für Ostern, nämlich Ostereier. Die fand ich so cool, weil hier auch für Luftballons gleich die Anschlüsse quasi mit dabei sind, sodass man das halt wirklich das ganze Jahr über benutzen kann. Und eben noch so eine Bruchkante und nochmal einen schönen Aufleger für das größte Ei mit so einer, ja, mit so Schnörkeln. Also das fand ich wirklich cool. Ein cooles Ostereier-Set, auch von Marianne Design. Und dann habe ich noch ein kleines Geschenk drin gehabt. Passt auch, finde ich, super zu Oster. So, Buchstabensticker in Filz, in hellgrün. Also jetzt super für den Frühling auch. Ja, vielleicht kommen die auch nochmal zum Einsatz. Ja, das war jetzt so mein Haul sozusagen. Wer Interesse an diesem Welcome Baby Boy Papier hatte, ist auf seine Kosten gekommen. Ansonsten ist halt nicht ganz so viel mitgekommen dieses Mal, aber ja, ne? Irgendwann muss man ja auch mal sich selber stoppen. Und genau. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Ideen auch zu den Sachen habt, die ich so geshoppt habe. Vielleicht setze ich ja das ein oder andere hier auch um. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr schaut, und sage erstmal ciao.